viel mehr dahinter. Das wird der erste Satz oder die erste Zeile der drei Gedichte sein. Ja, alle drei Gedichte werden diese erste Zeile haben. Fachhandelstreue, da steckt viel mehr dahinter. Und wir geben aber noch was dazu. Schauen Sie sich mal den Martin hier an. Unglaublich gut aussehender junger Mann. Wenn Sie den so sehen, was für Emotionen, glauben Sie, steckt so in dem drin? Was hat er so für Emotionen in sich? So eine große. Wut. Wut! Sehr gut. Wut. Dieses Gedicht. Marins Gedicht wird aus der Wut geboren. So. Hier Beate. Was haben wir da für Emotionen? Glückseligkeit. Was für Ding? Glückseligkeit. Ja, so. So, Glückseligkeit. Okay. Okay. So, und ich? Beißender Zynismus. Oh. Das ist ja gleich auch noch eine intellektuelle Aufgabe, das nicht nur emotional. Beißender Zynismus, das ist... Na gut, ich versuche das mal zu emotionalisieren. Fachhandelstreue. Da steckt viel mehr dahinter. Der Kontakt ganz ohne Reue in mehrere Generationen aller Kinder. Man geht zum Händler, man bleibt ihm treu. Man geht nicht weg, nicht ohne Scheu, man bleibt bei ihm, ob es ihm gut geht oder nicht, ob er gut arbeitet oder nicht, im Dunkeln oder im Licht. Der Fachhandel, man klebt an ihm dran. Man sagt nicht nein, ob Frau, ob Mann. Man bleibt, auch wenn er miese macht. Man sagt gemeinsam gute Nacht. Man bleibt sich treu, ganz ohne Scheu. Fachhandelstreue. Da steckt viel mehr dahinter. Das ist doch alles kontrolliert. Von großen Werbemaschinerien. Doch darüber wird nie geschrien. Fachhandelstreue, wenn ich das Wort nur höre. Das ist doch alles großes Geld, ich schwör. Da kommt, wer weiß, irgendjemand angelaufen und beginnt den Fachhandel zu kaufen. Toll, treu sind sie alle, bloß der Eigentümer ist ein anderer. Und glaubst du, dass die Kunden, wenn sie das erfahren, zum anderen wandern? Ha, treu, wenn ich das höre. Das heißt nur ohne Hirn, ich schwör. Ich bin treu, ich gehe durch diese Tür. Oh. Jetzt ist ja bloß ein Aldi hier. Da war doch vorher mal was anderes drin. Ich gehe wieder raus. Ach nee, 100 Meter weiter, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich bleib dem Laden hier jetzt treu. Ist mir egal. Dann bin ich eben nicht der Weizen, sondern Spreu. Fachhandelstreue. Da steckt viel mehr dahinter. Wie ist es denn zum Beispiel im Winter? Gehen Sie da auch noch zu Ihrem Fachhandel hin? Ist denn da wirklich alles drin? Im Fachhandel? Wieso überhaupt Fach? Ich meine, man sagt doch immer, ach, ich gehe zum Fachhandel, zum kleinen Händler. Ich unterstütze den, oh ja. Doch kennen wir den überhaupt? Na klar, wir sehen ihn jeden Tag hinter der Kasse stehen und hören ihn jeden Tag ums Geld willen. Aber wieso sind wir dem denn treu? Was ist denn daran neu an der Idee? Wieso bin ich überhaupt jemandem treu? Treu, was heißt das überhaupt? 1, 2, 3, 4 Buchstaben. Und darauf wird's gebaut. Fachhandelstreue. Warum bin ich dem Fachhandel treu und meinem Mann nicht? Bloß weil ich jetzt euch hier erzähle ein Gedicht, heißt das doch nicht, dass ich treu sein muss. Das bringt mich voll in Verdruss. Fachhandelstreue. Der Fachhandel ist schlechthin doch irgendwie nur so ein Ding, was sich Fachhandel nennt. Aber hat es nicht vielleicht die Zukunft längst verpennt? Ich meine, Fachhandel, ist das nicht auch VW? Und
wenn ich da so sehe? Soll ich dem treu bleiben, einfach nur so? Am Po geht mir das doch vorbei. Ich kaufe mein Frühstücksei da, liebe Leute, wo ich denke, es ist gut. Ich habe den Mut, den Fachhandel einfach so zu verlassen und mal zu gucken in anderen Gassen. Ich bin doch nicht treu. Ich bin eine Frau.